Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge Let's Play Outlast. Wir stehen mit einer leeren Batterie hier vor diesen schönen Tür und diesem schönen Klopfen zur Nurse Station. Nurse, ist das ein N? Ja. Und weil es sehr dunkel aussieht, lade ich mal die Batterien nach. Das Schlimmste, was einem nämlich irgendwie passieren kann, ist, dass man durchs Dunkle läuft und dann die Batterien ausgehen, wenn man verfolgt wird. Ist ja reizend. Hallo? Hat der ein Messer in der Hand? Nö. Sieht man da irgendwie nur. Hallo Martin. Oh, da lernen wir ja direkt schon was. Wenn man keine Hobbys hat, kann man auch seine Köpfe, also seinen Kopf, gegen eine Tür hauen. Wem es gefällt. Also, ich will jetzt eigentlich nix. E237 sagen. Stehen wieder Spins rum. Nurse Station. Ich will ihm jetzt eigentlich nicht die letzte Tour. Hat wohl einen ins Bettchen gemacht. Lecker. Hier dürfte nichts sein. Außer Dunkelheit. Und ein Bett. Und einer Batterie vielleicht? Nö, aber einem Knopf. Ich glaube, den kann man drücken und dann kommt hier. Wird hier gesagt, hallo, hier dieser Patient, der braucht mal dringend Hilfe. Noch ein Knopf, ganz reizend. Noch ein Knopf, aber sonst gibt es hier auch nichts. Aber im Bett, ich mache einfach alle Türen, hinter denen wir uns nicht verstecken können, zu. Und wenn wir gleich wegrennen müssen, würde mich auch wundern, wenn man sich darunter verstecken könnte. Wenn wir gleich weglaufen müssen, wissen wir genau, aha, hier kann man rein. Die lasse ich mal offen. Genau für solche Momente. Ich weiß nicht, was wir hier drin wollen, aber wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Das ist ja schon mal. Aber die Musik verrät mir, dass er uns immer noch getriggert hat. Hallo, mein Freund. Wo bist denn du? Hallöchen. Wo ist denn der? Hier können wir uns drin verstecken. Die Tür bleibt offen. I can smell you. Ton, 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 ton. Wollen wir doch mal gucken, was sich hinter dieser Tür versteckt. Aber erstmal gehen wir weiter. Und hinter dieser Tür versteckt sich. Wo soll denn der bitte gewesen sein? Also wirklich. Ach, da können wir ja nicht rein. Steht ja nicht da, dass wir die Tür aufmachen können. Ach nö. Hallo. Komisch, der macht uns sogar schon Schaden, wenn er uns nur anfasst. Ah,
Erstmal ein bisschen verschnaufen. Und warten, bis er alleine zieht. Oder einfach mal nachgucken, wie weit er schon ist. Hallöchen. Hast du mich gerade Annabelle genannt? Tja, ist hier was Besonderes? Oh, ein offenes Lüftungsschachtgitter. Ganz toll, die machen dann hier so Zellenräume hin und offene Lüftungsgitter. Habe ich mir schon fast gedacht. Ah, ist das schön, wie der ganze Finger zu sehen. Nein. Können wir hier eigentlich wieder rein? Nö, ist zu groß. Zu hoch. Und wir sind nicht groß genug. Heimlich still und leise schließen wir die Tür und nehmen ein Bad. Leider sind wir zu inkompetent, auf die Badewanne zu springen. Oh nee, ich kann doch jetzt nicht nochmal die Batterien nachladen. Wir haben ja fast keine mehr. Kein Ton. Da stampfe ich doch mal demonstrativ auf den Boden. Diese Geräusche gefallen mir nicht. Hier können wir rein. Ich halte irgendwie demonstrativ, wenn ich die Tür aufmache, immer D, also zum Zurücklaufen die Taste, gedrückt. Falls jemand kommt. Oh, da ist jemand gerade vor der Lampe hergerannt. Den Schatten gesehen. In dieses Zimmer rein. Aus diesem Zimmer raus. Aber eine Batterie hat er vergessen. Oder sollte ich besser sagen, es. Ist lustig, dass alle in so einer scheiß Verfassung sind, nur wir hier irgendwie noch in einem Top-Zustand. Wir sehen uns wieder, indem wir uns erstmal hier schön die Ausrüstung angucken. Aha, 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 aha. Ja, habe ich selber mal gemacht, das Experiment. Toll, dass sie hier übrigens alle die gleichen Medikati-Scheiß haben. Ein tolles Glasgefäß und ein Dokument. Schauen wir mal, was es beinhaltet. Murkoff Psychiatric Systems. Projekt War Rider. Mount Massive CO. Fall Nummer 209. Patient Frank Eternia Manera. Datum 29.08.2012. Erste Patientenbefragung 1.11.2010. Alter des Patienten 36. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston, DBNR. Therapiestatus: minimale Aktivität des morphogenetischen Antriebs nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6. Der Homotherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Also scheint irgendwie nicht auf den Antrieb anzuspringen. Diagnostik. Spirotomie ergab schwere bronchiale Akkumulation. Kann ich nicht mal richtig lesen. Übereinstimmt mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkung.
Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 Pfund. Sein Gewicht bei der Aufnahme waren 228 Pfund. Er war leichthagig und nicht ansprechbar. Also hat mächtig abgenommen. Ich glaube, LBS sind keine Pfund, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Und er brachte nur Interessen für das neunte Skriptmuster der Homöotherapie, Wernicke, auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Das kennen wir doch, oder? Eine Sage von eine Sagen gestellt oder sowas, die Blut aus der Brust schlafender Männer trinkt. So. Er weigerte sich weiterhin zu baden und lehnt, ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung von Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive Zero. Also, jemand, der das Blut trinkt, also aus der Brust schlafender Männer, der nichts richtiges essen mag und der sich nicht die Haare schneiden lassen will, passt doch alles zu Sven. Wie ist der noch? Frank Manera. Also ist es Frank. Nicht Sven der Schweißmeister, sondern Frank der Schweißmeister. Tja, für mich wirst du immer Sven bleiben. Go away! This is my place. You're gonna get me killed! Fuck off! Komm her, das ist mein Gebiet! Bleib weg! Ja. Eine Batterie. Können wir hier nicht irgendwie das Gas abschalten? Sieht alles ziemlich leer aus. Entschuldigung, wenn die Folgen etwas kurz sind, aber ich bevorzuge es eben quasi, die Sachen stetig hochzuladen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich die lieber kurz machen soll, aber dafür eben häufiger was hochladen oder was länger. Gut. Denn was hinter dieser Tür erwartet, was uns hinter dieser Tür erwartet, ich habe irgendwie Sprachfehler, habe ich das Gefühl, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Outlast Whistleblower. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ach ja, ist wieder Outlast-Zeit. Ich hab mir hier nun gerade diesen wundervollen Rauch angeguckt. Achso, ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Habt recht, irgendwie will ich das auch. Wir waren an dieser Tür stehen geblieben, ne? Warum nicht? Gas Room. Ja, natürlich, jetzt hat er die verschlossen. Was ist das denn? Das, was da oben links so ins Bild kommt. Jetzt nicht? Ich glaube, das soll unsere Schulter sein oder was auch immer. Oh nö! Oh nö! Ich frag mich gerade, warum ich nicht hier den Schnitt gemacht habe und dann da reingegangen bin. Jetzt will ich das alles machen, naja. Ich laufe hier nur so rum, ohne eine.
Da ist er, da ist er, da ist er. Ohne eine Aufgabe. Da habe ich ihn gesehen. Da. Hallöchen. Ich habe ihn nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich laufe hier nur rum. Ich habe noch keine Ahnung. Bin ich etwa dumm? Schicke Server. Auf so einem spiele ich gerade. Nee. War nur Spaß. Ich habe natürlich keinen so einen Server auf dem. Geh du nur schön weg. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ich renn hier jetzt durch. Wär doch gelacht. Nein, 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 nein. Nein. Ich hoffe mal, er ist so dämlich wie der Doktor. Guck mal, der hat wenigstens eine Hose an. Aber dafür, dass er weiß, dass wir hier sind, weiß er wirklich erstaunlich wenig. Ah ja, ziemlich verwunderlich, dass er einfach hier so eine Stahltür eintreten kann. Immer erstmal die Türen zumachen, damit man, wenn man rausgeht, auch die wundervolle Überraschung hat. Vielleicht steht er ja vor der Tür. Ich glaube, er ist hinter uns. Wenn er jetzt hier reinkommt, dann schlage ich den. Vor allem, was ich nicht verstehe. Gut, der kann einfach so eine Tür eintreten. Eine Stahltür. Mit wirklich kümmerlichen Gelenken und sowas. Aber gut, kann ja sein. Warum können wir das nicht? Gut, kann auch sein. Aber warum ist er zu blöd, eine Tür aufzumachen? Scheiße, das meine ich mit Überraschung. Hey, verpiss dich. Das hier ist ein amerikanisches Spiel und kein japanisches Spiel. Ich muss das auch nicht hinkriegen. Essensglocken? Hey, der hat doch Annabelle. Annabelle? Annabelle? Keine Ahnung, was das ist. Dass er zu blöd ist, unter das Bett zu gucken. Ich gehe lieber hier rum. Dum, 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 dum. Nö, hier geht's nicht lang. Irgendwo ein Lüftungsschacht oder so. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Das ist ziemlich scheiße. Er ist ein toller. Warum findest du mich denn nicht, Vollidiot? Hier waren wir ja schon. Oh, er hat dich gefunden. Oh, ja, ja. Renn jetzt so lange im Kreis, bis wir den Schlüssel gemacht haben. Aufgibt. Ich weiß nicht, wo es weitergeht.
Fest irgendwann. Lauf, 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 mach die scheiß Tür zu und versteck dich unterm Tisch. Mine! You were mine! Dumm, 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 versteck dich unterm Tisch, dumm, 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 wir haben uns gerade selber eingeschlossen. So, da ist der Punkt. Jetzt hol die Shotgun raus und BÄM! Übel weg. Nein! Wie betreibt er eigentlich seine Flex? Hat die einen Akku oder so? Und wo geht's weiter? Wir können uns nicht bewegen. Nur ausharren. Bis dieser Scheiß-Typ endlich weggeht. Er ist weg. Und natürlich die Batterien nachladen. Er ist weg, er ist weg, er ist gar nicht weg. Von wegen, nein. So dicht ist er uns auf den Fersen. Na, holla die Waldfee. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe mich hier festgesoffen. Natürlich weißt du sofort, wo wir sind. Guck mal, diese Gasbetriebe sich jetzt verbinden. Ja, jetzt findet er uns. Ich fange langsam echt an zu verzweifeln. Hier ist so eine Maschine. Boah, das ist ja richtig dicht schon. Hier geht's rein. Hier auch nicht. So ein dickes Teil. Au! Der hat uns mächtig auf die Rübe gegeben. Na, Sven. Der Job wirft wohl nicht genug ab, oder? Ja, und jetzt? Und jetzt? Wo geht es hier lang? Der findet uns doch sowieso wieder. Hallo? Boah. Scheiße, Kopf gestoßen. Wo sind die Kopfschmerztabletten? Hier nicht. Oh. Das brauche ich aber richtig dringend. Oh. Hast du Kopfschmerzen? Ich glaube, er hatte keine Kopfschmerztabletten.
Abwart, wie geht's hier weiter? Und wie dann letztendlich die Lösung des Rätsels ist, erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Outlast. Bis dahin, macht es gut!